Recht herzlich willkommen zur 206. Folge von Towns. Ja, hier unten steht eine Tür, sehe ich gerade. Die will keiner haben. Genauso wie andere Sachen vielleicht auch nicht. Das ist schade. Ganz viele Blumen sind da, die wir da oben vielleicht noch hinstellen können. Da müssten wir mal ein paar Zimmer einrichten hier vielleicht, ne? Okay, gut, dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Mobiliar gerade vielleicht hinbauen. Tische und Schränke. Schränke erstmal. So, den dahin. Dann können die schon mal ein paar Schränke hinbauen. Hier machen wir ein Doppelbett hin mit Doppelzimmer. Ja, das geht. Dann gibt's da auch Betten. Und der kommt dahin. Da, so war das. Dann brauchen wir noch Kerzen für diese Zimmer. Da war schon. Kommt da noch eine Kerze und da noch eine Kerze hin. Und was fehlt uns hier noch? Eine Blume. Die Blume ist rechts. Können wir hier eigentlich, können wir, wenn wir, ne, die Shift-Taste drücken, mehrere setzen. So, Blumen sind auch da und dann fehlt uns noch eine Kiste, eine Deko-Kiste, die ist da oben. Die hat wiederum eine Richtung und die kommt dahin, dorthin, dorthin und hier. Oh, zwei nebeneinander da ein. Oh, das erste Bett ist schon da. Läuft, ne? Gut, dann haben wir das. Gucken wir gerade weiter. Hier ist die Decke ziemlich zu. Das bedeutet, der kann unlocked werden, genauso wie der auch. Und dieser hier auch nochmal. Und dann müssen wir gucken, dass wir die woanders hinstellen. Machen wir das wieder auf, das Menü, zurück, hierhin, dorthin, dorthin. Aha. Ja, das war jetzt ein Fehlversuch. Machen wir mal da drei hin, ne? Gucken, ob die drei darüber geschafft werden. Und dann können wir hier noch ein bisschen was machen. Okay, da über der Tür möchte er nicht hin. Aber da nicht hinsetzen konnte. Also wir können auch, glaube ich, durchziehen, genau. Und da machen wir mal so dahin. Und dieses geht auch. Jetzt muss da noch einer. Der Scaffold da unter ist schon bald kaputt, aber den konnte er noch einmal benutzen. Den bauen wir noch dahin. Und machen wir den da auch mal hin. Und hier geht auch noch. So, läuft langsam. Die drei machen wir auch und hier können wir komplett machen. Nee. Ja, müsste so gehen. So, da sind mehrere angestoßen dann hier oben und wir gucken mal in die Zimmer. Da ist aber noch nichts passiert. Aber es läuft noch, ne? Der muss noch einen Moment stehen bleiben, der Scaffold. Okay, da ist zugemacht worden, das heißt, dahinter, der geht jetzt nicht. Ja, das ist schade, da müssen wir da gerade noch einen hinsetzen. Haben wir ja noch einen irgendwo sitzen? Wohl nicht, die drei sind schon versetzt worden. Ich glaube, den können wir anloggen, um ihn dann hier irgendwo hinzusetzen. Das vierte ist es. Dann müsste das da sein.
In der Hoffnung, dass das klappt. Ja, Tür hatten wir da unten auch, ne? Da wird der gesetzt, das ist super. Dann können wir gleich hier noch einsetzen. Das war den da. Da geht's auch. Und da müssen wir nochmal das auswählen. Ja, der Scaffold ist umgesetzt worden, müsste also auch dahin gehen, dass man den dahin baut. Der ist auch erledigt, super. Ja. Gut soweit. Was macht die Zimmereinrichtung? Noch gar nichts, wird gar nichts gebaut. Alle voll beschäftigt mit hier oben was machen. Okay. Haben wir eigentlich noch, oh, wir haben noch einen Händler hier. Was kriegt der noch? Oh, 267 Steine, das dauert noch. Wie viele Träger haben wir denn und sowas? Das müssten wir mal nachschauen. 5 Träger, okay, das ist nicht viel. Okay, da gibt es schon mal ein paar mehr, die jetzt hier Erntehelfer sind. Wir haben gar keinen Bergmann. Okay, das ist schlecht. Dann würde ich mal sagen, müssen wir mal irgendwo einen Job ändern. Der geht jetzt da hin und der auch. Machen wir 2 darüber. Ja, deswegen klappt das auch mit dem Steinabbau, glaube ich nicht, ne? Kann das sein? Ah ne, dafür brauchen wir ja Träger. Naja. Gucken wir mal weiter, wann es hier fertig wird. Okay, da kommt wieder einer. Den da hingebracht. Ah, hier, das können wir mal destroyen. Ne. Da unten, so, besser. Und den glaube ich auch, ne? Und den machen wir mal Unlock. Und setzen den da mal hin, oder? So. Dann den auswählen. Und machen wir mal das so. Sollte funktionieren. Hier geht auch noch was. Und okay, das ist ja hier dann wohl auch nicht richtig, ne? Die sind da auf den Mauer gesetzt worden, oder sehe ich das, ja? Gut, da oben hat was geklappt. Die beiden Scarfalls setzen wir dann woanders hin. Machen wir mal hier hin. Und dann wird das schon irgendwann klappen, ne? So. Hat sich leider noch nicht ganz viel getan hier in dem Zimmer. Obwohl, da sind schon 2 Kisten hingetragen worden. Das ist schon mal etwas. So, oben. Da ist zugemacht worden, das ist super. Können wir da auch noch was machen? Sieht so aus, ne? Und hier müsste ja ein theoretisch komplett auch gehen, ne? Der hat sich allerdings jetzt, glaube ich, eingemauert. Dann mach den mal Unlock. Funktioniert anders nicht. Falsche Stelle. Der Scaffold da ist zusammengebrochen. Das heißt, wir machen da einen neuen hin. Oder setzen einen um. Ja, der ist jetzt noch da, der muss mal umgeräumt werden. Müssen wir schauen, wie es wird, ne? So, aber wir gucken jetzt mal in den Keller. Warte, wir können erstmal in den ersten gehen.
Oh, wir haben neue Leute bekommen. Das ist sehr gut. 4 Leute, die sollen sich erstmal abgüpten. Und dann müssen wir die gleich neu verteilen. 262, da sind 5 Steine schon mal geholt worden. Etwas ist passiert, ja. Im Endeffekt nicht wirklich toll, ne? So, ja. Komm, mach das mal alles weg hier. Ja, komm, ganz, ganz weg hier alles. So, da haben die wieder was zu tun. Obwohl sie ja hier auch zu tun haben. Aber man hört hier niemanden arbeiten. Und hier. Okay, hier unten geht gerade jemand und holt sich irgendwo eine Rüstung wahrscheinlich. Die ist aber auch sehr schlecht angezogen. Läuft natürlich. Ich glaube, sie laufen alle hier unten runter, die gerade neu gekommen sind. Oder wie sehe ich das? Oh, dass man nicht tödlich endet. Okay, wo gehen sie hin? Ah, hier, okay. Nee, doch noch nicht mal da. Okay, der läuft weiter. Die Person auch, der hat einen Helm aufgehoben. Ah, sie hat den Helm und dann doch nicht, oder wie? Oh, jetzt läuft die wieder ganz hoch, ohne dass wir was genommen haben. Beide. Er war ja wenigstens so schlau und hat hier unten noch was geholt, ne? Ja, das ist schlecht. Dann machen wir mal einen Durchgang. Ja, jetzt die Frage, wo die sind und was die machen, was die sich anziehen. Am besten wäre es, wenn sie hier was kriegen würden, aber ne, hier ist was drin. Schwerter sind da. Aber nicht so wirklich der Rede wert, was da Sache ist, ne? Hier, den könnt ihr noch wegnehmen. Machen wir das mal so, ne? In der Hoffnung, dass es geht. Das sollte funktionieren. Und das weiß ich nicht. Testweise machen. Das sollte auch gehen. Die können wir auch hinsetzen, ne? Ist die Frage, wie weit es hier hingeht. Aber nur wenn du es probierst, kannst du es auch sehen, dass es geht. Weil hier wird es dann schwierig, da hinzugehen, ne? Machen wir hier einen Unlock. Und setz den mal vielleicht dahin. Das hat geklappt, gut. Den von unten wahrscheinlich noch hier. Ah, hier sind noch 2, die können wir noch anloggen. Weil der drüber ist schon fertig, naja. Okay, der wird darüber getragen, das ist super. Hier hat es nicht geklappt, das heißt, da muss noch ein Scarfold hin. Und hier kommen wir nicht wieder runter, ne? Hat gut geklappt. Okay.
Der wird da eingetragen und hier muss auch noch einer eingemacht werden, bitte schnell. Sonst würde diese Person da irgendwann verhungern, ne? Ah, da kommt einer. Und der hat ihn auch und jetzt kann diese andere Person da auch runter, super. Machen wir mal so. Und dann wieder. So. Könnte funktionieren, ne? Ja, hier ist wieder schief gegangen wahrscheinlich. Der hier ist schon mal Müll. Unlock. Unlock. Der auch. Und der auch. Ist das Spiel in Pause? Ich glaube ja. Irgendwo gibt es einen Angriff. Direkt auf der Ecke. Richtig viele. Läuft, ne? Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.